Hallo. Hallo Katha, na, wie geht's dir? Gut, danke schön. Und dir? Das freut mich ja, ganz gut. Ich habe gerade noch so mein Training fertig bekommen. Ja, ich auch. Ich auch. Alles schön vorverlegt. Nächstes Mal schreiben wir, dann machen wir später. Ja, okay. Aber hat auch so gepasst. Ja, war gutes Training. Ja. Ja, das ist doch schön. Na, guck mal, da trudeln auch die Leute ein, passend zur Judo-WM-Finalzeit. Ja. Ja, ich hoffe, wir machen einfach Parallelprogramm, dann passt es doch. Ja, dann fangen wir an. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Tokyo Talk mit Katharina Menz von der TSG Backnang. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hi, freue mich auch. Ja, letzte Woche war ich bei den Ruhr Games, jetzt wieder im heimischen Keller. Aber viel wichtiger ist, wie geht es dir denn? Weil eigentlich haben wir am Sonntag alle nach Budapest geguckt und wollten dich dort auf der Matte sehen. Daraus wurde leider nichts. Was ist denn passiert? Ja, genau. Ich habe mir leider bei der UEV in Chiembaum, hatte ich mir das Knie verdreht. Zum Glück jetzt nichts allzu Wildes, aber habe einfach bei den Ranuris gemerkt, ich konnte noch nicht 100% in alle Techniken reingehen. Gerade Ujigari und sowas war es immer noch schmerzhaft und konnte teilweise nicht im 100% geben. Und dann haben wir einfach gesagt, dass es so keinen Sinn macht, hinzugehen und nachher auch vielleicht ein Risiko einzugehen, sich da nochmal schwerer zu verletzen. Und haben ja schweren Herzens, habe ich dann gesagt, okay, es ist schlauer, nicht zu kämpfen. Und jetzt saßt du quasi am Fernseher und hast dir die WM angeschaut. Bis 48 Kilogramm neue Weltmeisterin, Natsumi Tsunoda, quasi die, wenn man auf die Olympiarangliste guckt, vierte, also Nummer 4 in Japan. Wird einem da ein bisschen mulmig bei dieser japanischen Dominanz in der Gewichtsklasse? Ja, es geht. Ich meine, ich weiß, dass die Japaner stark sind. Ich meine, sie sind in allen Gewichtsklassen stark. Aber andererseits, die einen liegen einem mehr, die anderen weniger. Also, ich sag mal, bloß weil die jetzt vielleicht in Japan die vierte ist. Klar, ist jetzt erste geworden, aber also eben in Japan werde ich sie eh nicht treffen. Also, ja, das ist richtig, aber bei den Japanern ist das ja trotzdem immer so ein Würfelspiel, wen die da hinsetzen, auch vor allem dadurch, dass sie sich ja nicht qualifizieren müssen in diesem Jahr, ist es ja sowieso sehr spannend, wer dann da hinfährt. Ich glaube, den japanischen Kader, den kennen bislang nur die Trainer. Ja, genau, das stimmt natürlich auch, aber ich glaube, dass es wird. Ansonsten, wie blickst du zurück auf diesen WM-Tag? Was hast du mitgenommen jetzt aus der Ferne heraus? Ja, war auf jeden Fall nochmal spannend zu sehen. Ich sag mal, war jetzt nichts allzu Überraschendes. Die meisten Sachen, Kämpfe sind so ausgegangen, wie ich es mir dachte. Klar, eins war vielleicht nicht. Gerade die Argentinierin, die um Platz 5 gekommen ist, die kannte ich jetzt noch nicht. Hat mich ein bisschen erstaunt, hat aber kein schlechtes Judo gezeigt. Aber ansonsten, ja, war schade, dass ich nicht dabei war, aber war trotzdem ganz gut, nochmal zuzugucken, mal die anderen nochmal anzugucken. Hab mir auch ein bisschen Notizen gemacht zu den möglichen Gegnern, ja. Ja, deine Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm ist ja immer die erste bei den großen Maßnahmen, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Deswegen ist das dann noch immer so ein bisschen ja was anderes, währenddessen sich bei anderen Leuten die Spannung erst aufbaut. Nehmen wir zum Beispiel 63, die heute dabei waren. Da hat man so ein bisschen Zeit, um reinzufühlen. Ist das für euch, für die Leichten, alles ein bisschen schwerer, diese Herangehensweise, oder wie gehst du damit um? Also mich stört es jetzt nicht so sehr. Also klar, manchmal wäre es vielleicht cooler, am zweiten Tag oder so dran zu sein. Aber andererseits, gut, jetzt greifen wir oft auch gestaffelt an. Aber manchmal war es ja auch schon so, dass wir irgendwie alle zusammen angereizt sind. Wenn man dann viel davor in der Halle ist, ja, dann kann es auch manchmal sogar ein bisschen schlauchend sein, finde ich. Von daher finde ich es jetzt eigentlich nicht schlecht, relativ früh am Anfang da zu sein. Und ich meine, man hat so eine Wettkampfroutine. Also egal in welchem Land es irgendwie ist, irgendwie läuft es auch immer gleich ab. Von daher stört mich jetzt eigentlich nicht, dass ich direkt am ersten Tag dran bin. Und dann eigentlich hat man sogar die nächsten Tage freier und kann einfach nur zugucken und es genießen bei den anderen. Und die anderen schön anfeuern. Ja, genau. Generell die Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht die klassische deutsche Gewichtsklasse, auch wenn man bei den deutschen Meisterschaften guckt oder generell, wie viele deutsche Athletinnen sich in dieser Gewichtsklasse in den vergangenen Jahren international behaupten konnten. Da waren neben dir noch Mira Ulrich aus Mönchengladbach. Aber sonst ist es da ein bisschen dünn auf deutscher Ebene. Ist das auch eine gewisse Schwierigkeit in deiner Gewichtsklasse, dass du halt national, ich sag mal, nicht die große Konkurrenz hast, nicht die vielen Trainingspartnerinnen?
Ja, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall was ausmacht, weil ich glaube, dass es halt für viele auch schwer ist, dann irgendwie ein gewisses Niveau aufzubauen. Wenn man immer nur mit Schwereren trainiert, die machen ein anderes Judo, meistens ein bisschen langsamer. Von daher ist es, kann man es nicht ganz vergleichen wie mit diesem 48er Judo. Und ja, ich denke mir auch, manchmal wäre es schön, wenn man ein paar mehr leichtere Partner hätte. Ich trainiere einfach auch sehr viel mit Jungs, aber die machen natürlich auch ein bisschen anderes Judo. Aber ich glaube, das macht es schon schwer für viele danach zu kommen. Wie wichtig sind dann diese internationalen Maßnahmen, die jetzt ja auch aufgrund von Corona nicht so stattgefunden haben, aber internationale Trainingslager, wo man dann eben mit den Japanern, mit den Französinnen, mit der Ukrainerin Bilodid oder auch mit den Mongolinnen, Kasachinnen zusammentrainieren kann? Die sind auf jeden Fall super wichtig, einfach weil man da eben mal Leute auf seinem Niveau hat. Auch sehr viele Leute, die meisten größeren Camps, da sind immer echt richtig, richtig viele Partner. Von daher, also ich freue mich eigentlich immer, wenn sowas stattfindet. Hoffe jetzt, dass wir vielleicht auch noch irgendwie vor der Olympia ein bisschen kleineres oder sowas in die Richtung machen können. Aber insgesamt, es lohnt sich auf jeden Fall. So Camps ist super wichtig. Gucken wir mal auf deine Sportvita. Wenn man dich eingibt bei Judo Base oder Judo Insight, ist eine Sache auffällig. Du warst 2009 Vize-Weltmeisterin der U20 und dann deine erste Grand Prix-Medaille 2017 geholt. Also dieser Sprung zu den Frauen, das hat bei dir ein bisschen gedauert. Wie hast du dich in diesen Jahren immer wieder motiviert, wenn man so ein bisschen so das Gefühl hat, irgendwie so dieser eine richtige Schritt, also klar, du warst international schon gut mit dabei, aber dieser eine Schritt in die Weltklasse, der hat noch gefehlt. Ja, ich muss sagen, mir ging es am Anfang wirklich echt schwer. Also ich war auch relativ leicht immer. Also gerade der Sprung dann von 44 auf 48 war für mich hart. Und dann finde ich es schon, dass auch nochmal ein deutlicher Sprung von den Junioren zum Frauenbereich ist. Einfach, dass sie viel kräftiger sind. Und dann die Mischung aus beiden. Das hat erstmal ein bisschen gedauert, sag ich mal, bis ich da reingekommen bin. Und ja, irgendwie, ich hatte einfach immer diesen einen Traum. Ich habe so viel dafür gegeben. Gerade die ersten Jahre, sag ich mal, opfert man ja einfach so und denkt so, ja, okay, irgendwann wird's laufen und irgendwann denkt man so, nee, jetzt habe ich irgendwie schon 3, 4 Jahre investiert. Ich weiß, dass nicht viel fehlt und irgendwie eben, ich hatte diesen Traum von Olympia und habe gedacht, nee, das wird. Und es gab auch genug Leute, die mir, sag ich mal, gut zugesprochen haben und gesagt haben, sie glauben an mich, sie sehen, dass ich das schaffen kann. Und irgendwie, ja, also ich glaube, eigentlich dieser große Traum von Olympia hat mich einfach dazu gebracht, dass ich einfach immer gesagt habe, nee, irgendwann, das wird noch. Und passend dazu wünscht dir Kunal Benain, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, auch ganz viel Glück für die Olympischen Spiele. Generell natürlich, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat oder in die Fragenfunktion, dann werde ich das Katharina natürlich auch weiterleiten. Katha, welches Turnier, du hast ja gerade beschrieben, wie der Weg zu den Frauen war, welches Turnier hat dir denn gezeigt, jetzt bin ich angekommen? War es denn Haag, war es die erste Medaille oder war es schon ein bisschen eher, wo du gesagt hast, jetzt fühle ich mich sicherer hier? Vielleicht schon ein bisschen früher und Den Haag war aber halt irgendwie so das, wo so richtig den Ausschlag ging, wo ich so richtig gemerkt habe, okay, die erste Medaille ist da, das geht, ich weiß es. Ja, also eigentlich schon so ein bisschen Den Haag, ja. Und dann 2019, da hast du den Grundstein sozusagen für die Olympia-Qualifikation gelegt. Dort hast du richtig viele Punkte geholt beim Grand Slam in Abu Dhabi, unter anderem die Bronzemedaille, dann auch noch bei den Oceanian Open in Perth eine Bronzemedaille, generell fünf Bronzemedaillen bei der IGF World Series geholt. Also wie war das da damals? Wie war dieser Flow, wenn man da drin war, 2019? Ja, 2019 war echt ein schönes, erfolgreiches Jahr, auch stressig auf jeden Fall. Wir waren sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Ich glaube, ich habe mal gesagt, dass ich in dem Jahr, glaube ich, auf jedem Kontinent einmal war. Bis auf aber einen ja, einmal in meinem Leben. da irgendwie läuft es dann so weiter und dann eben hat man ein gutes Gefühl, geht zum nächsten, da läuft es auch und irgendwie pusht es einen immer mehr, finde ich. Und dann kam die Corona-Pause, die Zwangspause sozusagen. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich? Du hattest eben dieses gute Jahr, was ja eigentlich dann auch nahtlos weiterging, aber wie war dann diese Corona-Pause? Hat dich das erstmal so ein bisschen aus dem Konzept gebracht? Ja, im ersten Moment klar, schon ein bisschen.
als dann eben auch kam, dass Olympia verschoben wird, irgendwie das ist so das Turnier, am Anfang hat man gedacht, ja nee, Olympia findet statt, das ist noch nie verschoben worden. Und dann, als es dann raus war, also es war schön, dass es irgendwie relativ früh entschieden worden ist. Aber dann klar, wir konnten nicht wirklich Judo trainieren. Es ging halt nur Kraft, Ausdauer, das ganze Zeug, das ging zum Glück gut. Darauf habe ich mich dann einfach auch konzentriert, weil ich habe mir einfach gesagt, okay, es ist verschoben, es ist nicht abgesagt. Das heißt, ich trainiere jetzt einfach ganz normal weiter. Irgendwie Kopf hängen lassen bringt ja auch nichts. Und bloß weil jetzt kein Turnier kommt, muss man sich irgendwie trotzdem fit halten und habe eigentlich versucht, so das Positive rauszuziehen. Habe dann einfach gesagt, okay, dann nutze ich jetzt halt mal die Zeit. Ich wusste, dass ich gerne ein bisschen Kraft noch aufbauen möchte. Dafür war aber eben gerade durch das viele Kämpfen nicht so die Zeit. Und habe ich gedacht, okay, gut, dann ist jetzt halt die Zeit dafür. Habe dann echt mal weniger anderes gemacht, ging halt auch nicht so und da halt mich richtig darauf konzentriert und habe dann auch echt gut Muskelmasse noch aufbauen können. Also man kann aus allem auch irgendwie was Positives ziehen. Das ist gut zu hören. Ne? Was Positives ist auch, dass du nicht nur auf den Sport setzt, sondern du hast dich nicht entschieden, zum Beispiel zur Polizei oder zur Bundeswehr zu gehen, sondern du hast angefangen auch zu studieren. Neben deinem Studium, also neben deinem Sport, machst du jetzt den Master in Elektromobilität, also ein Fachbereich, der sehr für die Zukunft ist, und du bist sogar als Werkstudentin auch bei Daimler unter Vertrag. Wie schaffst du das denn eigentlich alles neben dem Leistungssport? Ja gut, also jetzt bin ich im Moment im Studium beurlaubt. Also ich mache jetzt gerade nichts, weil eben jetzt so möchte ich mich vollends noch auf Olympia konzentrieren und also mir fehlt auch nicht mehr viel, hauptsächlich noch die Forschungs- und die Masterarbeit. Da muss man halt doch relativ viel da sein. Deswegen arbeite ich jetzt quasi nur und ich mache auch nur 10 Stunden die Woche. Also es ist jetzt auch nicht so viel. Von daher, das lässt sich ganz gut unter den Hut bringen. Also klar, muss man schon ein bisschen Zeitmanagement und alles vereinbaren. Aber andererseits, mir macht das Arbeiten Spaß. Es ist halt einfach auch nochmal ein Ausgleich zu dem nur Sport. Also ja. Und Fachbereich Elektromobilität, warum hast du dann gesagt, nach deinem Bachelor möchtest du dich genau in diesem Bereich noch professionalisieren, also spezialisieren? Also ich glaube, ich habe schon immer so ein bisschen Richtung Autos die Affinität gehabt, weil also mein Papa habe ich früher, als ich jung war, haben wir mal im Keller an den Autos geschraubt. Dann hat er mich immer geholt, weil ich hatte kleine Hände, ich komme überall rein. Deswegen musste ich da mal mitarbeiten. Und dann hatte ich während meinem Bachelor, haben wir so ein praktisches Semester machen müssen. Und das habe ich bei Daimler gemacht, gerade in die Richtung Hybridantrieb. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich eigentlich gerne in die Richtung weiter, ja, fortbilden. Und war das auch ein gutes Gefühl? Wir haben ja am Anfang gesprochen darüber, dass du bei den Frauen halt ein bisschen Startschwierigkeiten haben. War es auch ein gutes Gefühl, das Studium als Backup zu haben, sozusagen, wenn man, so doof wie es anhört, aber wenn es halt irgendwie nicht funktioniert oder wenn man sich verletzt und dann eben nicht mehr mit dem Leistungssport weitermachen kann, war das für dich auch so ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ja, das Studium ist mir halt auch wichtig? Ja, auf jeden Fall. Doch. Also ich hatte es mir auch ganz am Anfang überlegt, ob ich vielleicht eben auch zur Bundeswehr gehe. Aber also als ich damals quasi mich entscheiden musste, da konnte man noch nicht so gut bei der Bundeswehr studieren. Und ich wollte eigentlich auf jeden Fall studieren. Inzwischen ist es zum Beispiel auch super gut vereinbar. Ja, aber damals habe ich gesagt, okay, nee, dann schaffe ich das auch anders. Dann mache ich lieber das, was ich auch später irgendwie brauche, weil eben, wenn man dann irgendwann auch jetzt nach der Karriere, selbst wenn es gut läuft, fertig ist, dann gibt es ja doch noch ein paar Jahre, die man irgendwie was machen muss. Und vom Judo kann man nicht leben, leider, also. Nicht so. Genau, nee, deswegen Ja. ja, habe ich mich dazu entschieden damals. Auf judo.de beziehungsweise auf unserer Olympia-Website ist ein sehr schönes Porträt über dich geschrieben, in dem du auch beschreibst, wie wichtig die Familie für dich ist. Sie hat eine große Bedeutung für dich. Dein großer Bruder hat dich zum Judo gebracht, sozusagen. Deine Mutter ist immer für dich da, diese Unterstützung der Familie. Wie hat sich das entwickelt und wie ist das, wenn du zum Beispiel in der weiten Ferne, du hast gesagt, alle Kontinente hast du bereist, wenn du da quasi in Australien bist und wie haltet ihr da Kontakt und unterstützt dich beim Wettkampf? Ja, es war eigentlich schon immer so. Also meine Mama hat uns schon immer, als wir jung waren, wir haben alle Sport gemacht, alle verschiedenen Sportarten. Die waren, glaube ich, immer damit beschäftigt, uns zum Reiten, zum Judo, zum Ballett zu fahren oder sonst wohin. Also war eigentlich schon immer so. Und auch als ich gesagt habe, also ich habe mich dann entschieden, auf eine Sportinternat, also auf Sportschule zu gehen. Und auch da haben die mich unterstützt und mich morgens zum Bahnhof gebracht, weil der erste Bus noch gar nicht so früh gefahren ist und so. Also meine Eltern haben mich da immer von klein auf quasi eigentlich schon unterstützt.
Und ja, meine Familie fiebert immer mit mir mit. Meine Omi guckt auch immer zu Hause am Tablet. Meine Schwester hilft ihr manchmal, wie es geht. Und dann sitzen immer alle zu Hause und gucken auf jeden Fall zu. Meine Schwester auch mit ihren Kitties. Und ja, wenn ich nach dem Turnier dann immer in die WhatsApp reingucke, dann ist in unserer Family-Gruppe immer, keine Ahnung, 50, 60 Nachrichten, wo die miteinander schreiben, wow, hier, Katar, hast du gesehen, richtig gut. Und, also die fiebern alle mit. Und auf der Website steht, du hast auch einen Husky, der dich immer begleitet. Genau, richtig, ein kleines Stofftier-Husky. Wie hast du den bekommen? Was ist die Geschichte dahinter? Ich hatte, mein erster eigener Hund war ein Husky und die ist 2018 gestorben. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, so als Glücksbringer habe ich mir dann so einen Stoff-Husky geholt und seitdem begleitet er mich überall hin. Und passend dazu hat man gerade deinen aktuellen Hund auch gehört. Ah, das ist sogar mein Nachbarhund. Mein Hund ist ganz brav und bellt nicht. aber du hast ja auch einen Hund. Wie ist das so für dich? Ist das für dich auch ein guter Partner, um auch mal runterzukommen, wenn es vielleicht mal nicht ein gutes Turnier gab? Ja, auf jeden Fall. Der ist eh so ein ganz gechillter, das ist so mein Ruhepol. Eigentlich eben so morgens stehen wir immer erstmal auf und dann gehen wir erstmal eine Runde ganz gemütlich spazieren. Muss sein, da kommt man auch erstmal richtig gut in den Tag rein und dadurch, dass er auch so ein gemütlicher ist, da kommt man schön runter mit dem, ist sehr stressfrei. Und genau. Also klar, es erfordert auch viel Zeit, einen Hund zu haben, so ist auch nicht, aber ja. Nee, der ist auf jeden Fall ein guter Ausgleich. Und jetzt mit 30 Jahren stehen deine ersten Olympischen Spiele auf dem Programm. Du hast schon gesagt, es ist dein großer Traum gewesen. Es war schon immer für dich das Ziel. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen näher ausführen. Was bedeutet dir das? Was bedeutet dir diese Olympia-Qualifikation? Ja, ich habe so viele Jahre eigentlich darauf hingearbeitet und auch sehr viel natürlich zurückgesteckt. Und von daher ist es natürlich jetzt auf jeden Fall richtig schön, endlich dieses Ziel geschafft zu haben. Ich freue mich mega drauf. Ich bin gespannt, eben das für das Turnier. Ich sage immer, eben es wurde neulich schon mal gefragt, was macht Olympia so, sag ich mal, besonders? Und da habe ich auch gesagt, eben das Besondere dran ist, eben zu WM, also es klingt so blöd, klar, man muss auch gut sein, aber zu WM kann jeder fahren, mehr oder weniger. Da gibt es in Deutschland halt so und so viele Plätze, wo mit dürfen. Und Olympia, da muss man halt wirklich eben sich für qualifizieren, man muss unter den Besten weltweit sein, da kann man nicht einfach nominiert werden. Ja, ich glaube, eben alle, die diesen Olympiatraum haben, die wissen, was ich meine und eben, das ist einfach so ein Ding, das, ja. Ja, das sieht man dir auch glatt an. Du strahlst da richtig über das ganze Gesicht. Das ist aber zeigt eben diesen olympischen Geist. Du hast es gerade schon angesprochen. Die weltweite Spitze kommt bei den Olympischen Spielen zusammen. Man sagt ja manchmal aufgrund dessen, dass eben nur eine Person pro Nation starten kann, ist es schwerer, Weltmeisterin zu werden als Olympiasiegerin. Aber schlussendlich, du sagst ja mit der Qualifikation, es ist ein Marathon, der über jetzt 3 Jahre geht für den Qualifizierungszeitraum, so ist es richtig. Wie blickst du auf diese vergangenen 3 Jahre zurück? Wie war so für dich das Rennen um diese Top 22 Plätze in deiner Gewichtsklasse? Ja, eben, also es fing ja dann zum Glück irgendwann mit der Medaille in Den Haag ganz gut an und lief dann eigentlich auch so ganz gut weiter. Und irgendwie habe ich mich so Schritt für Schritt immer weiter hochgearbeitet. Ja, bis dann eben 2019 echt richtig, richtig gut lief und ich auch echt richtig weit vorne war und irgendwie eben, also ich habe mich gar nicht so getraut, irgendwie so richtig drauf zu freuen, weil es lief gut, aber irgendwie hat man halt doch im Kopf, naja, mal gucken. Aber eben, es ging einfach immer weiter höher, auch in der Weltrangliste, bis ich dann irgendwann so realisiert habe, okay, ich bin irgendwie unter den besten 20. Ja, verrückt. Also ja, es ist auch, man ist viel weg, man muss viel dafür tun, aber ich mach's gerne. Und jetzt in Vorbereitung auf Tokio hast du, weil du ja schon die Besonderheit des Turniers herausgestellt hast, hast du mit anderen Athletinnen wie zum Beispiel Martina Treidosch, die schon mit dabei war, Luise Marzahn, Jasmin Grabowski, die schon olympische Erfahrung sozusagen gesammelt haben aus deiner Mannschaft oder auch bei den Männern ist ja Sebastian Seidel, Igor Wandke mit dabei. Hast du mit denen darüber gesprochen, über die Besonderheit der Olympischen Spiele oder auch so mit anderen ehemaligen Olympiateilnehmerinnen oder Teilnehmern, die du gefragt hast, hey, was erwartet mich dort? Oder lässt du das alles auf dich zukommen?
Ich muss sagen, ich lasse es eigentlich eher so ein bisschen auf mich zukommen. Klar, direkt nach Olympia 2016, ich kenne die meisten Mädels ja schon richtig, richtig lang, hat man natürlich drüber gesprochen, aber jetzt so in letzter Zeit eigentlich nicht. Also ich lasse es eigentlich gerne auf mich zukommen. Ich bin auch jemand, ich gucke mir meine Listen immer nicht an, sondern ich lasse mir nur sagen, wen ich im ersten Kampf habe und so. Also ich bin jemand, ich mache mir leider nicht zu sehr den Kopf, ich gehe an dem Tag dahin und kämpfe einfach. Also hast du auch, also wenn wir jetzt auf die Vorbereitung gehen, wie gehst du dann an dieses Turnier heran? So locker, wie du es jetzt gerade gesagt hast, oder gibt es schon ein paar Schritte, die du vor jedem Turnier machst und dann auch bei den Olympischen Spielen? Klar, ja, ein bisschen gibt's schon. Also ich versuche das im Vorfeld eigentlich immer so, was weiß ich. Die letzte Woche fährt man natürlich ein bisschen runter von der Intensität, aber ich bin jemand, der so die, was weiß ich, so ab den 4 Wochen vorher oder sowas schon gerne noch mal irgendwie 2, 3 Wochen richtig intensiv trainiert, richtig hohen Umfang und Pensum. Irgendwie brauche ich das für mein Gefühl, dass ich mich noch mal ein bisschen gequält habe. Manchen ist es zu viel, ich brauche das irgendwie. Und dann so in der Woche vorher mache ich dann einfach noch mal viel irgendwie so Schnelligkeit. Ja, irgendwie das brauche ich auch so fürs Gefühl, dass ich weiß, okay, ich bin schnell und alles. Ja, genau, eigentlich so ein bisschen. Also man hat schon so ein bisschen Phasen, wie man auf ein Turnier zugeht. Und ansonsten, also für den Wettkampftag selber versuche ich aber eigentlich relativ locker zu kämpfen. Ja, das dann läuft bei mir eigentlich immer am besten, wenn ich mir nicht zu viel Gedanken mache und einfach hingehe und sage, okay, von Kampf zu Kampf, ich möchte 110% geben. Sage immer, ich möchte hingehen und selbst wenn man mal verliert, ich möchte aus dem Kampf zumindest rausgehen und sagen, okay, ich habe 110% gegeben und dann ist auch okay. Manchmal ist man halt nicht der Beste. Dann nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so ein Zwischenraum zwischen zwei Kämpfen bei dir aus? Was machst du? Ja, Nehmen wir mal an, ja. du hast erste, zweite Runde, da können ja manchmal 2 Stunden oder 1,5 Stunden dazwischen liegen. Wie überbrückst du diese Zeit? Ja, eben je nachdem, wie lang es ist, aber was ich, wenn man jetzt richtig lange Pause hat, klar, dann versuchen wir erstmal nochmal sich hinzusetzen, ein bisschen runterzukommen. Ich lasse mir mal sagen, wen ich im nächsten Kampf habe, gucke mir dann meine Notizen an. Ich habe so zu vielen Gegnern einfach so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich zum Beispiel schon mal gegen sie gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Gucke mir nochmal die Notizen an, spreche nochmal mit meinem Trainer die Taktik durch, dann eben spiele ich das nochmal mit einem Partner ein bisschen durch, tue mich quasi mit denen nochmal ein bisschen den Griffkampf simulieren, dann eben nochmal ein bisschen was trinken, ein bisschen eine Quetsche essen und dann geht's eigentlich schon wieder rein. Eine was essen? Das musst du bitte mal für die hochdeutschen Zuschauer übersetzen. Hier diese Babybrei quetschen Ah, für den okay. Wettkampf. Fruchtfrei. Genau. Gut, dann haben wir das schon mal gelernt. In deiner Gewichtsklasse, wir haben ja schon ein bisschen über das sportliche Niveau jetzt bei diesen Weltmeisterschaften gesprochen, beispielsweise, aber sicherlich bei den Olympischen Spielen. Das wird ein ganz anderer Wettkampf für viele und das sieht man ja auch teilweise in anderen Gewichtsklassen, in den Begegnungen. Ist die WM in diesem Jahr nur eine Durchgangsstation? Was für ein sportliches Niveau erwartest du bei den Olympischen Spielen? Welche Athletinnen hast du da besonders auf dem Zettel? Natürlich auf jeden Fall Bilutit, die Japaner darf man, egal wer es ist, nicht unterschätzen. Dann Krasnici, die Kosovo, die ist auf jeden Fall auch. Und die Französin, die Boukli, die ist ja jetzt noch relativ jung, hat sich irgendwie so für die Kamp Corona gerade gelegen, hat quasi die Clément, die andere Französin, abgelöst. Die wird auf jeden Fall, glaube ich, auch ja, eine harte Nuss. Und so, das sind, glaube ich, so die Leute. Dann würde ich da gerne eine rauspicken und du weißt wahrscheinlich schon, auf welche ich hinaus möchte. Daria Bilogin, jüngste Weltmeisterin in Baku, ist die jüngste Weltmeisterin geworden in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Sie ist sehr, sehr groß für deine Gewichtsklasse, also hat sehr lange Arme, sehr lange Beine. Hat allerdings, ich weiß nicht, widersprich mir, in den letzten Monaten so ein bisschen ihren Nimbus verloren, hat ja zwischenzeitlich beim Grand Slam in Budapest, glaube ich, war das bis 52 Kilogramm auch mal gekämpft. Also das hat ja auch immer so einen Punkt, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Probleme hat, das Gewicht runterzumachen, bei ihrer Größe ja auch gar nicht so verwunderlich. Wie schätzt du Daria ein? Du hast ja den letzten Kampf gegen sie beim Masters gemacht in Doha.
Ja, das stimmt. Also eben klar, für sie wird das Gewicht machen auf jeden Fall sehr hart sein, aber andererseits, bisher hat sie es auch immer hingekriegt. Von daher, das wird, glaube ich, nicht das Problem sein. Ich glaube, für sie könnte es vielleicht auch schwer fallen, weil natürlich alle auf sie blicken. Ne? Da muss man erstmal einen coolen Kopf bewahren. Andererseits, sie ist eine super unangenehme Gegnerin, eben durch ihre langen Arme und Beine. Für mich war auch das Problem, teilweise an den Rand zu kommen, weil eben ich bin mit meinen kurzen Ärmchen da noch gar nicht richtig dran. Dann hängt sie schon mit ihrem Bein bei mir drin. Von daher, also eben ist klar auch die Taktik, gegen sie nah ranzukommen. Das haben jetzt auch schon ein paar gezeigt, dass es geht. Gerade eben die Französin, von der ich gesprochen habe, die Buckley hat das ganz gut gemacht. Und auch so die anderen Leute, die vielleicht auch ein bisschen größer sind. Da fällt es ihr dann eben auch ein bisschen schwieriger. Von daher, tja, bin ich mal gespannt, was sie da zeigen wird. Aber das ist auf jeden Fall toll zu sehen, wenn man sich überlegt, 2016 Pareto Olympiasiegerin geworden in einer Gewichtsklasse, die ja wirklich, wenn man Daria Bilodid und sie nebeneinander stellt, würde man nicht glauben, dass das in einer Gewichtsklasse ist. Das ist wohl wahr. Ja, Also eben. sehr vielseitig deine Gewichtsklasse, und deswegen wollen wir doch noch mal ganz kurz auf diesen sportlichen Fahrplan für dich jetzt weiter gucken. Also die WM hat es leider nicht geklappt, aber wie sieht dein sportlicher Fahrplan jetzt für die Olympischen Spiele aus? Was ist deine Vorbereitung? Wie quälst du dich dann Mitte Juli oder Ende Juni, Anfang Juli noch, damit du perfekt nach Tokio reist? Genau, also ich mache jetzt schon nochmal 2 Wochen, wo ich gut viel Zirkel mache, auch mit langen Belastungszeiten, viele Randoris. Dann mache ich noch ein paar Tage ein bisschen weniger. Dann wollen wir eigentlich nach Papendal, also nach Holland, zu einem kleinen Camp fahren. Dort ein paar Tage mit ein bisschen internationalen Beteiligung ein paar Randoris absolvieren. Dann sind wir nochmal, glaube ich, ungefähr 1 Woche zu Hause. Dann geht's schon nach Kienbaum zur letzten Vorbereitung. Und dann geht's auch schon nach Olympia, also nach Tokio, ja. Also irgendwie, die Zeit ist gut durchgetaktet. Ich glaube, die wird fliegen. Ja, das glaube ich auch. Also wir werden uns so schnell versehen, und dann sind die Olympischen Spiele schon am Start. Katar, worauf freust du dich denn, ich sag mal, außerhalb der Judomatte? Sicherlich unter Corona-Bedingungen etwas schwierig. Nichtsdestotrotz, Japan, schrägstrich Tokio, eine tolle Stadt, ein tolles Land, die Olympischen Spiele immer für einen tollen Austausch auch gut. Was ist so das Besondere, worauf du dich da freust? Ja, eben gerade vielleicht auf den Austausch mit den anderen Sportlern. Ich bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird, inwiefern das möglich sein wird. Aber ich glaube, das ist eigentlich immer so das super Spannende, irgendwie sich mal mit den ganzen anderen Sportarten auszutauschen, sie anzugucken, was machen die so, dort mal reinzugucken. Das ist eigentlich so das Spannende immer. Also ich war auch schon zweimal bei einer Universiade. Das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen ähnlich, halt viel kleiner, aber da war eigentlich immer das Schöne, dass man einfach so viel von den anderen Sportlern auch mal mitbekommen hat und da mal ein bisschen mehr Einblick in Training und so weiter und so fort bekommen hat. Und die Universiade, du sagst, ist ein gutes Sprungbrett ja auch für junge Athletinnen und Athleten. 2025 findet die Universiade in Deutschland statt. Vielleicht für junge Zuschauerinnen, die jetzt gerade zuschauen, eine tolle Motivation, oder? Auf jeden Fall, also die Universiade war auf jeden Fall schon ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Also das ist eben klar ein bisschen kleiner natürlich als Olympia, aber kriegt man schon mal so ein erstes Gefühl dafür, wie das sein könnte. Also doch, das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis. Also dementsprechend, das ist doch ein schöner Ausblick, schönes Schlusswort, fast Schlusswort. Wenn du uns schon vorher geschaut hast, jetzt am Ende kommen immer zwei Halbsätze und eine Frage auf dich zu. Also das ist immer sozusagen die Zusammenfassung unseres kleinen Talks. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hervorragend. Der erste Halbsatz, den ich dir gebe: Judo ist für mich. Mein Leben. Der zweite Halbzeit, die Olympischen Spiele sind. Das größte sportliche Erlebnis, was man sich quasi für qualifizieren kann oder was man erleben kann, erreichen kann. Und diese Schlagzeile würde ich gerne über mich lesen. Mens holt Medaille bei Olympia. Danke, liebe Katharina, für dieses Interview. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ja, doch, war schön. Ich hoffe, es war interessant, ja. Doch, auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken im WeLive auf IGTV. Das ist natürlich sowohl wie alle anderen Tokyo Talks für euch zur Verfügung gestellt. Und nächste Woche, da freuen wir uns dann auf Anna-Maria Wagner, ebenfalls um 18 Uhr, also der 16.06. da schon mal
in den Kalender eintragen. Ich bedanke mich für heute und wünsche euch noch eine gute Judo-Woche mit den ganzen Weltmeisterschaftsentscheidungen. Und Katar, dir natürlich alles erdenklich Gute für die Olympischen Spiele und für die Vorbereitung. Vielen lieben Dank. Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.